Hey Leute, mein Name ist Epixan und heute spielen wir eine weitere Map. Heute spielen wir die Map Find the Button. Wir haben sowas schon mal gespielt, aber... Oh, guck mal, was ist da oben? Ui. Diesmal ist es ein bisschen was anderes, ein bisschen eine andere Map. The Rules, lesen wir ganz kurz durch. Ach du Scheiße. Don't cheat, don't use Game Mode, don't use GIF, ist natürlich klar. TP, ja, wir dürfen keine Blocks breaken, sind wir in... Oh, wir sind nicht im Adventure Mode, okay, egal. Start Map, YouTuber Areas, like Heads. Oh, guck mal, hier ist ein paar Köpfe, aber... wir nehmen Super Mario. Wie gut ist das denn? Wie nice. Okay, ich würde sagen, wir starten die Map. Start Map. Find the Button. Buildings 2. Okay. Es gab schon den ersten Teil. Ich habe auch schon mal einen Teil gespielt. Level 1, The Secret. Oh, hier ist ein Buch. Na gut. Sollen wir das lesen oder ist das ein Hinweis? The Secret. Okay, bla 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 bla. Okay, ist nichts Interessantes. Okay, wir müssen den Button finden. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er hier oben irgendwo ist. Hallo, Button, der dürfte hier oben irgendwo sein. Ich glaube, dass der in der ersten Map nicht schwer zu finden ist, hoffe ich mal. Aber wo ist der? Hallo, Button? Hier ist seine. Er kann natürlich auch hier außen sein. Kann er hier außen sein? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal hier. Aha, hier wird der Button sein. Ja, das ist so offensichtlich. Der Button ist doch bitte hier. Ja, da ist der Button. Nice. Okay, Level 2. Mystery Island. Okay, das sieht auch sehr, sehr schön aus. Also, oh, guck mal. Wow, sind ernsthaft alle Buttons, die sind noch nicht hier unten auch, oder? Hallo, Button. Oh Gott. Wo hänge ich hier dran? Wo hänge ich hier? Ach. Ja, hier kann man langlaufen. Warum kann man denn hier langlaufen? Ich dachte gerade schon. Lol, hier kann man langlaufen. Okay, hier nicht mehr. Hier sind unsichtbare Blöcke. Alles klar. Okay, okay. Egal, Leute. Konnten wir gerade eben auch da langlaufen? Ich weiß nicht. Aber hier einen Button zu finden, ist ja verdammt schwierig. Also hier gibt es ja so viel, wo ein Button versteckt sein könnte. Wir müssen halt einen Button drücken. Das ist halt das. Wir müssen einen Button drücken und den können wir zum Glück nicht in irgendeiner Kiste finden oder so. Wenn wir eine Kleinigkeit übersehen, dann, laufe ich hier umsonst die ganze Zeit rum und habe den Button eigentlich schon gesehen. Was ziemlich nervig ist, aber... Also, allein schon diese Häuser hier, die sind ja so detailliert gebaut, eigentlich hier schon. Guck mal, oh nein, jetzt bin ich schon wieder hier. Unten bei den Häusern kann ja überall ein Button sein. Es kann ja echt überall einfach ein Button versteckt sein. Ihr seht das hier schon. Hier könnte überall einer sein eigentlich, theoretisch. Und ich hoffe, es ist einfach keiner da. Beziehungsweise hoffe ich schon, dass einer da ist. Weil hier will keinen übersehen. Und vor allem hier überall... Guck mal hier, das ist aber nicht der Button, nein. Das kann ja echt überall einer sein. Die würden es ja wohl nicht sein, sonst wäre das ja... Ich glaube, das ist ein Steinbutton einfach. Aber wo ist der? Er kann natürlich in irgendeinem Haus... Alter. Alter, guck mal hier. Ey, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Aber ich sehe keinen Button. Ich sehe hier keinen Button. So, sehe ich hier einen Button? Nein, auch nicht. Ist hier ein Button drin? Kann ich hier durch? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich tatsächlich durch die Lava. Vielleicht spare ich mir so ein bisschen Zeit. Aber hier ist auch ein Brunnen. Sollen wir hier einfach mal reinspringen? Ja, ich sah, und hier ist der Button. Easy. So, den drücken wir mal und... Nope, this was too easy. Go find the real button. What? Okay, wow. Das ist assi von der Map. Das ist wirklich assi. Dass es da sogar Fake-Button gibt. Es war echt easy. Aber vielleicht können wir in die Lava rein. Nein, oh Gott, wir können nicht in die Lava rein. Haben wir das auch geklärt? Gut. Dann müssen wir tatsächlich den Real-Button finden. Aber wo ist der Real-Button? Hier unten nicht? Ist der, kann man den hier finden? Was sehe ich da? Ist das ein Button? Nein, das ist einfach nur Holz, ne? Ja, sonst könnte man könnte auch niemals da, könnte jetzt niemals da draufklicken. Das wäre viel zu krass. Aber wo ist der? Wo ist dieser Button? Ist der hier oben im Haus drin? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Hallo? Nein. Hier sehe ich schon mal, da oben. Oh, oh, oh. Ah, da kann, nee, da ist auch kein Button. Och man, wo kann denn der Button sein? Leute, ich habe endlich den Button gefunden. Schaut euch das mal an. Der Button ist genau hier. Und seht ihr... What the fuck? Seht ihr das hier mit dem Shader? Man sieht ihn einfach nicht. Man sieht ihn einfach nicht. Man müsste echt den Shader ausstellen, um ihn zu sehen. Okay, Level 3. Radio Tower. Okay. Oh, der Radio... Oh Gott, nein. Leute, dieses Find the Button ist bis jetzt mit Abstand das Schwerste, was ich bis jetzt jemals hatte. Also es ist echt nicht übertrieben. Es ist bis jetzt mit Abstand das Schwerste. Ihr merkt auch, dass... Oh Gott. Es ist ein fucking Radio Tower. Ist das euer Ernst? Die haben ja sogar noch ein halbes Jump'n'Run mit eingebaut. Und ich muss hier einen Button finden. Der Button kann überall sein.
Er ist auch so, dass der Button keinen Redstone hinter sich hat, sondern irgendwie anders funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also auf jeden Fall kein Redstone hinten dran. Deshalb kann der überall platziert sein. Also an jedem Block kann er platziert sein. Und Leute, ich glaube, bitte sei einfach ganz oben. Er wird wahrscheinlich nicht ganz oben sein, oder? Natürlich nicht. Sieht man ihn denn von hier? Nein. Hier, Alter, der, vor allem unten rein kann man ja auch noch. Ich bin jetzt einfach mal instinktiv nach oben gerannt. Aber der Button kann ja hier überall sein. Okay, das ist auch der Sinn dieser Map, dass man den Button finden muss und dass er überall sein kann. Aber, Alter, ich hoffe mal, der ist hier nirgendwo. Und ich denke mal, dass er jetzt eventuell auch unten irgendwo drin ist. Das kann ganz gut sein. Wir gehen einfach mal unten rein. Oh Gott, das ist doch komplett eingerichtet. Natürlich. Natürlich ist das auch komplett eingerichtet. Guck mal, hier sind... Mach die Dinger aus, verdammt. Okay. Springfield Radio Tower. Alles klar. Okay, wir suchen ganz fröhlich mal den Button. Ich habe sonst sowieso nichts zu tun. So, guten Tag. Ist hier irgendein Button? Vor allem, der kann ja... Oh, hahaha. It's too easy for me. So, da haben wir... Zum Glück habe ich den Knopf jetzt schon gefunden, Leute. Sonst wäre es zu heftig. Okay, was ist hier los? Level 4, Old School Lighthouse. Lighthouse, okay. Yeah, there is a Lithuanian flag on top. What für eine Flag? Alles klar. Auf jeden Fall, das ist ein Leuchtturm. Okay, ich schaue mich erstmal draußen rum, bevor wir innen drin alles absuchen. Dann ist der ganz offensichtlich doch draußen. Irgendwann wird es mal der Fall sein, obwohl, ich glaube noch nicht mal. So wie ich die Map bis jetzt eingeschätzt habe. Guck mal hier. Nee. Ist das schon, sind die Buttons schon echt verdammt gut versteckt. Aber ich finde hier erstmal nichts, nee. Bis jetzt ist hier noch nichts. Okay, wir gehen mal nach oben. Und da ist, oh Gott, vor allem, der kann ja überall sein. Der kann einfach überall sein. Okay, wir gehen einfach mal nach oben. Komm, der ist doch hier oben irgendwo offensichtlich versteckt. Der Button, bitte. Oh Gott. Okay, der kann vor allem auch hier an so Sachen. Hier wieder, an so Sachen wieder sein. Ja. Ich kenne dich, Map. Ich kenne dich. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alle vier Ecken abgesucht. Okay, hier ist er schon mal nicht. Das ist schade. Es ist ohne Witz die schwerste Find the Button Map ever. Ich habe den Button gefunden erst genau. Leute, guckt mal her. Das ist die Treppe, ne? Da denkt man sich, ja, man schaut hier so, da kann kein Button sein. Man macht hier mal auf, ja, da ist eine Kiste. Leute, der Button ist genau hier. Seht ihr den? Seht ihr den Button? Ach du Scheiße. Das ist echt bis jetzt die heftigste Find-the-Button-Map, die ich jemals hatte. Also ist echt richtig, richtig krass. Warte, wie? Sägemühle? Ja. Level 5, Sägemühle. Okay. Okay. Ja. Wir können wieder 50 Stunden lang den Button suchen. Search for Wooden Button. Ach was. Ja, wow, weil hier die ganze Zeit... Wow, danke, dass der Tipp da nochmal hangen ist. Leute, also diese Map ohne Witz, die ist echt heftig und das ist alles andere als leicht, diese Buttons hier zu finden. Also die Buttons, die können ja überall sein, in jedem kleinen Scheißwinkel. Also bis man da mal drauf kommt, das ist echt heftig. Hier ist der auch nicht. Ach du Kacke, Alter. Der ist bestimmt draußen bei diesem Wasserrad, wie auch immer man das nennen will. Oder der hängt ja draußen irgendwo im Haus, aber ich denke mal nicht. Ist er da hier irgendwo draußen im Haus? Nee, ne? Nee. Hier ist nichts. Hier ist er safe, Leute. Ich klicke hier einfach mal Rechtsklick rein. Hier ist er bestimmt irgendwo dazwischen. Okay, hier kann er nicht dazwischen sein. Hier ist er auch nicht dazwischen. Okay, der ist definitiv hier. Unter Wasser würde ich der Map noch zutrauen. Also der Map will... Ja, hier ist der Button. Der Button ist einfach hier. Ach du Kacke. Okay, wie kommen wir da jetzt dran? Müssen wir von hier... Wie können wir den Button denn drücken? Ah, ich kann hier einfach rein, ne? Ach so. Und dann... Ja, easy. Okay, Level 6. Playground. Okay, Spielplatz. Ist Spielplatz? Ja, ne? Ja, Spielplatz. Okay, wir suchen jetzt wieder einen Steinbutton oder wie ist das? Oder suchen wir immer noch einen... Ist ja scheißegal, der Button ist sowieso... Weiß ich, wo versteckt. Oh Gott, okay. Also ich muss sagen, die Sägemühle war leichter, als ich dachte. Ist hier der Button? Ist hier so? Ich habe ein bisschen auch Button-Erfahrung, Leute. Also so langsam kommt man tatsächlich rein und kennt die Verstecke. Und kennt die scheiß Verstecke. Der ist definitiv hier irgendwo drunter. Das kann mir keiner erzählen, dass der Button hier nicht drunter ist. Guck mal, ich kann hier durch, ne? Ja. Okay. Der Button ist zu 1.000.000% hier drunter. Unter irgendeinem Scheißding ist der Button drunter. Guck mal, da hinten sieht's mir doch wieder. Ja. Hier ist doch der Button. Hier ist doch der Button. Da ist der Button. Ich habe ihn gefunden. Alter.
Ja, nice, okay, nice. Und ich habe es geschafft, Leute. Das war's mit der Map. Nice. So, Leute, das war's mit der Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.